Wir freuen uns jetzt, Alhamdulillah, dass viele Leute hier sind. Und wir sagen, MashaAllah, wie viele Jugendliche sind jetzt hier in der Moschee, wie schön, wie viele Mädchen. Aber Achi, wie viele muslimische Mädchen liegen jetzt mit ihrem Freund im Bett? Und wie viele von den muslimischen Jungen sind jetzt in der Spielhalle? Und wie viele von den Jungen sind gerade vollgekifft irgendwo an der Ecke am Liegen? Achi, wenn du die Relation siehst, Achi, dann musst du weinen. Da musst du weinen. Woran liegt das, Achi? Ein großer Grund, der daran schuld ist, und das sage ich hier, ist, dass man gar nicht in dieses Land hätte kommen dürfen. Weil es gibt Bedingungen, um in ein Land zu kommen, wo Kufr zahir ist, wo der Kufr offen ist. Das ist als allererstes, dass du, heute das Thema ist nicht Reisen ins Land von Kufr, ist nicht das Thema heute, deswegen gehe ich da nicht im Detail drauf ein, aber es ist als allererstes, dass du Iman hast, um den Shahawat, den Gelüsten zu widerstehen. Als zweitens, dass du Wissen hast, um den Shubuhat, den zweifelhaften Dingen, wo dir die Kuffar mitkommen, die Ungläubigen, dass du denen begegnest. Und die dritte Sache, dass du einen Grund, eine Notwendigkeit dafür hast, Muhtash, dass du das brauchst, diese Sache. So. Und dann, was ist passiert, wenn ich die meisten nur frage, was hast du bisher von Islam gelernt? Was ist Islam? Warum bist du erschaffen worden? Da kann man mir keine Antwort geben. Weil das Problem ist, dass in den meisten Moscheen in Deutschland, ich kann nicht von dieser Moschee hier reden, aber von jener Moschee, ich rede allgemein. Ja, nicht, dass sich jetzt hier jemand angesprochen fühlt oder so. Aber in den meisten Moscheen ist ein falscher Menhesh, ein falscher Weg von der Tarbiyah, das heißt von der Erziehung, wie man den Menschen den Islam beibringt, drin. Ganz falsch. Komplett verkehrt. Du siehst, und ich, wenn ich jetzt hier jemand von Jugendlichen frage, wenn ich ihn frage, was hast du in der Moschee gelernt, dann wird er mir sagen, Alif, Ba, Ta, Fa, das arabische Alphabet. Aber das arabische Alphabet gibt dir keine Gottesfurcht. Das arabische Alphabet schützt dich nicht davor, dass du einen Glücksbringer trägst. Und der Prophet sagt, man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Wer einen Glücksbringer trägt, macht Schirk. Und Schirk ist die Sünde, die Allah nie vergibt. Es gibt jetzt großen Schirk und kleinen Schirk, das ist nicht das Thema. Aber warum weiß das nicht? Oder wann, dass du arabische Alphabet gelernt hast, das schützt dich nicht davor, dass du die Zeitung auflegst und liest die Horoskope. La hawla wa la quwwata illa, was wird morgen passieren? Oh, 24. Dezember, oh, ihnen wird ein großes Geschenk gemacht werden. MashaAllah. Verstehst du? Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? وَعَنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ Allah sind die Schlüssel des Verborgenen. Niemand weiß sie außer ihm. Das heißt, wenn du glaubst, dass der Astrologe dir sagen kann, was in der Zukunft passiert, hast du den Astrologen schon zum Gott gemacht. Und das ist ein Problem. Wenn du siehst, wie viele Shubuhat in der Schule zu dir geschmissen werden, mit der Mensch stammt vom Affen ab, oder vom Schwein, egal. Ja? Du wirst sehen, viele Leute sind dadurch beeinflusst worden. Der Iman geht runter. So, und was lernst du dann, wenn du in die Moschee kommst? Dann lernst du Alif, Ba, Ta, arabisches Alphabet. Glaubst du, irgendein Christ draußen auf der Straße, der die Christentum ernst nimmt, der geht in seine Kirche und bringt ihm das deutsche Alphabet bei, lateinische Alphabet bei? Niemals. Ach, aber die Leute gehen 10 Jahre zum Unterricht, um eine Wasila zu lernen, ein Mittel, um die Religion zu lernen. Das ist das arabische Alphabet. Als allererstes, der Menhesh, der Weg ist schon mal falsch, weil die Leute können kein Arabisch. Du musst erstmal Arabisch mit den Buchstaben zusammenlernen. Die müssen erst die Buchstaben auswendig lernen, bis sie anfangen, richtig Arabisch zu lernen. Ein Kind, was in Arabien zur Schule geht, was kann das, wenn es in die Schule kommt? Das kann Arabisch schon. Halbwegs. Dann lernen es die Buchstaben. Wenn du in Deutschland zur Schule gehst, du kannst schon Deutsch, der ist hier aufgewachsen, im Kindergarten, dann lernt er die Buchstaben. Das heißt, er lernt das nie. Und, ach, guck dich um. Komm. Wie viele sitzen hier, und die saßen 3 oder 4 oder 5 Jahre, sind die zur Moschee gegangen, haben das arabische Alphabet gelernt und können immer noch nichts davon. Oder wissen jetzt nicht mehr alle Buchstaben. Und verstehen von der Khutbah, die der Imam macht, kein Wort. Wie viele? Wie viele?
Wer aufzeigen will, kann aufzeigen. Aber ich weiß ganz genau, dass die Mehrheit so ist. Das heißt, man hat nicht verstanden, wie man an die Sache rangeht. Achi, was muss angeboten werden? Was muss angeboten werden? Deswegen mache ich direkt eine Nasiha an alle Leute, die verantwortlich sind. Achi, Muslime sind nach Südamerika gegangen. Vor hunderten Jahren. Weißt du, wie viele noch Muslime sind, Achi? Keiner ist noch Muslim. Warum? Weil die genauso gelebt haben, unter den Kuffar. Und mit der Zeit, war alles weg. Komm, guck mal, geh mal raus hier. Duisburg-Marxloh, wie viele sind vom Islam weg? Die nennen sich zwar Ahmed und was weiß ich wie, die haben mit Islam nichts zu tun. Wie viele? Warum? Der Prophet sagt, derjenige, der mit einem guten sitzt und mit einem schlechten sitzt, ist das Gleichnis wie jemand, der mit einem Mistverkäufer sitzt und jemand, der mit einem Schmied sitzt. Wenn du mit dem Mist, das ist ein schöner Geruch, dieses Parfüm, wenn mit dem Mistverkäufer sitzt, Achim, der wird einen schönen Geruch kriegen, vielleicht wird er was geschenkt kriegen, er wird etwas abkriegen, einen Nutzen, nur dass er mit ihm sitzt. Und der mit dem Schmied sitzt, was wird er abkriegen? Der wird einen stinkenden Geruch an sein Hemd kriegen, oder? Er wird einen stinkenden Geruch kriegen. Oder ein Funken wird auf sein Gewand kommen und wird ein Loch reinbrennen. Und du sitzt jeden Tag mit dem Schmied. Der erzählt der Mensch dann vom Affen ab. Der erzählt, ach ja, komm, Islam ist zu streng, kann man nicht so sehen. Und irgendwann ist dein Hemd in Fetzen. Und dann hast du kein Hemd mehr. Und dann bist du kein Muslim mehr. Und der Prophet Sossalem sagt sinngemäß, dass eine Zeit kommen wird, wo es so schwer sein wird, diesen Iman festzuhalten. Wie als wenn einer ein Stück glühende Kohle in der Hand hält. Und die Zeit ist gekommen. Achi, guck dir viele an von der älteren Generation, Achi, die hier jetzt seit 20, 30 Jahren sind. Wallahi, Achi, ich gehe manchmal durch die Stadt, da denke ich, sind das Muslime oder? Ich sehe keinen Unterschied mehr. Achi, voll abgefärbt. Voll abgefärbt. Warum? Warum? Weil du hier lebst. Und dein Aufenthalt die Haram ist. Weil wenn du hier lebst und dein Herz schlägt nicht dafür, diese Botschaft zu verbreiten, und dein Atem ist nicht dafür, diese Botschaft zu verbreiten, dann bist du falsch am Platz. Und was ist der Beweis dafür, Achi? Was der Prophet Sallam sagt? لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِقَابٌ مِنْهُ Entweder ihr gebietet das Gute oder ihr verbietet das Verwerfliche. Was ist das Gute? Zum Islam aufrufen, das Richtige bieten und verbietet das Verwerfliche, der Schirk, andere neben Allah anbeten, schlechte Tat machen. Oder Allah wird eine Strafe auf euch herabsenden und dann werdet ihr Dua machen, Bittgebet zu ihm machen und er wird eure Bittgebete nicht anhören. Er wird sie nicht annehmen. Schau dich an. Wie oft hast du schon gesagt, ah, Waladi, mein Sohn, Zuhälter geworden, Drogendealer geworden, jede Woche eine andere Freundin, meine Tochter, Gogo-Tänzerin in der Disco. Wie oft? Ach, du bist das Problem. Wo ist dein Amar bil Maruf? Wo hast du angefangen, etwas für diese Religion zu tun? Wo wird etwas für diese Religion getan, Achi? Beim ersten Windzug fallen alle um. Glaub mir, Islam ist bei den meisten Menschen nur eine Angewohnheit. Sobald du mit einer Sache kommst, mit einer Sache, die deinem kaputten Islamverstand widerspricht, was du vom Opa und Oma gelernt hast, weil Islam ist nicht, was hat Opa und Oma gesagt, Islam ist Call Allah, Call Rasulullah, Callu As-Sahaba. Khalas. Und was haben Islam ist oder Ijma'u Sahaba, also Konsens von Sahaba, ja? Islam ist an erster Stelle, was sagt Allah und was sagt sein Gesandter? Und wie haben die Sahaba das verstanden? Das ist Islam. Du siehst heute viele Praktiken, Bruder, ich brauche mir nur die Gebete anzusehen. Dann fragst du, okay, wo hast du das gelernt? Ja, mein Opa hat mir das gesagt. Ja, du darfst nachts keinen Stein schmeißen, könnte sein, du triffst einen Djinn und dann frisst er dich auf. Right? Nur irgendwelche Märchen habe ich von hinten gehört. Guck mal, ich frage dich, dieses Leben, es geht um Paradies und Hölle.
Warum hast du dich nicht beschäftigt mit Wissen? Was hat dich daran gehindert? Guck mal, wie viele Bücher es gibt. Du hast so viel, glaub mir, Sozialamt, wie du Geld kriegst für deine Wohnungsgeld oder wie du Geld kriegst für, was weiß ich hier, Unterstützung für die Kinder hin. Du kennst dich aus 1A. Pass auf, die in die Straße, du musst da und da hingehen. So und so kommst du an das Geld. Wie kannst du das Haus bauen? In Marokko, in Deutschland, in der Türkei, in Afghanistan. Ja, wie kriegst du das Haus gebaut? Du weißt alle Informationen, wie du da hinkommst. Ja, da ist der Mann so und so, Peter Müller, geboren 1954. Der kennt sich damit aus, fragt ihn, ist ein Freund von mir hin und her. Wenn ich dich frage, wie betest du? Dann sagst du, ich hab gehört, mein Opa hat so gebetet, dann bete ich auch so. Achi, deine Sache, was mit Dunya angeht, das, was mit Dunya angeht, deine Dunya-Angelegenheiten, die baust du auf Yaqin, auf festes Wissen auf. Die baust du auf festes Wissen auf. Du musst da und da hingehen, da und da hingehen. Wenn zu dir einer sagt, ja, ich weiß nicht, ich gehe mal da und da hin, vielleicht finden sie... Nee, du willst genau wissen, wo kriege ich das Geld, das Wohnungsgeld? Wie kann ich das Haus mit Zinsen bauen, was so haram ist? Auch wenn Yusuf Qadawi sagt, ist halal, aber interessiert sich und interessiert, was sagt Allah im Koran? Ja? So, das interessiert dich nicht. Kannst du mal draußen gehen, geh mal in irgendeine Moschee, findest du auch jemanden, irgendeinen Imam, wirst du schon finden. Ja? Weil ich weiß schon gleich, kommen wieder hier die Fragen, die habe ich schon 100 Mal bekommen. Von Frauen, darf man Augenbrauen zupfen? Darf man dies machen? Darf man das machen? Darf man auf der Arbeit das Kopftuch ausziehen? Ich sag dir jetzt schon nein. Alhamdulillah. Nur damit die Frage nicht kommen. Aber du kannst noch weiter fragen, weil du wirst irgendjemanden finden, wird dir sagen, ja, kannst du machen. Du wirst ihn finden, kein Problem. Aber du musst wissen, für wen machst du das. Das heißt, wenn uns einer sagt, das ist halal oder das ist haram, dann gucken wir, was sagt Allah und was sagt der Koran. Was sagt Allah im Koran, was sagt der Prophet, in der Sunna. Wie haben die Sahaba das verstanden? Und ich, ja, aber da hinten ist jemand, hinter den 7 Zwergen, bei den 7 Zwergen, der hat gesagt, nee, kannst du ruhig machen. Das ist das große Problem. Das heißt, guck mal, aber was ist hier das Problem? Warum weißt du in Dunya-Angelegenheiten, du kommst aus einem islamischen Land, aus einem Land, wo die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Muslime sind, nach Deutschland, kannst die deutsche Sprache nicht, und du lernst, wie kannst du dir ein Haus in deinem Heimatland bauen und ein Haus hier bauen mit Zinsen. Du weißt alle Informationen. Und wie kommt es, dass du dich nie dafür interessiert hast, wie betet der Prophet zu sein? Wie kommt das? Das zeigt, Achi, wir haben Religion nicht verstanden. Das zeigt, wir haben die Religion nicht verstanden. Und damit die Generation, die hier aufwächst, die noch mehr beeinflusst wird, die Religion versteht, gibt es einen ganz wichtigen Punkt, den man wissen muss. In Deutschland, bevor ich richtig anfange, das war nur die Einführung, in Deutschland gibt es 3000 Moscheen. 3000 Moscheen. Und es werden immer mehr Moscheen gebaut, Alhamdulillah. Aber, ehrlich gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich gar nicht so sehr darüber, wenn ich sehe, dass eine neue Moschee gebaut wird. Soll ich sagen, warum? Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich hätte was dagegen, wenn Moscheen gebaut, wenn ich das Moschee falsch verstehe, das ist eine, aber haben sie es dagegen, dass Moschee gebaut? Nein. Nur ich sage mir, was machen wir mit den Moscheen in 50 Jahren? Soll man ein Museum draus machen? Hier haben mal Muslime gelebt. Ach, guck mal, in Deutschland haben auch Muslime gelebt, es gibt sogar Moscheen noch. Weil, was wird passieren in diesem Land? Jetzt muss man die Situation in diesem Land verstehen. Die hier aufgewachsen sind, du siehst heute in allen Moscheen, gehst in die türkische Moschee, du siehst einen türkischen Hodja, der aus der Türkei kommt, hier hinkommt, der kann türkisch, der bleibt 4 Jahre hier, dann geht er wieder zurück, kann kein Wort Deutsch oder ganz wenig. In den meisten Fällen. Ausnahmen bestätigen die Regel. In den marokkanischen Moscheen ungefähr dasselbe in Grün. Es kommt ein Imam aus Marokko, kann Arabisch, kann die Sprache nicht. Die Jugendlichen, die hier aufwachsen, verlieren die Sprache immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und was wird kommen? Was wollen die in 20 Jahren? Versteht kein Mensch mehr, was der Imam vorne redet. Und keiner wird die Religion mehr lernen. Und so werden die Leute aus der Religion rausschießen. Bum, 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 bum. Und gar keiner wird mehr wissen, was die Religion ist. Wenn du in Deutschland auf den Büchermarkt gehst, geh mal in die Bücherei. Wer die Bücher über Islam geschrieben hat.
Wilfried, Bobsin, Peter, dies, das. Irgendwelche Leute, die überhaupt nichts mit Islam zu tun haben. Kuffar, Met. Ach, pure Kuffar. Feinde des Islam. Das ist, weil es will gar keiner, dass man hier richtig Islam lernt. Geh mal in die Bücherei, warum findest du kein vernünftiges Buch? Warum findest du da kein vernünftiges Buch über Islam, sondern nur von irgendwelchen abgedrehten Sekten oder irgendwelchen Feinden des Islam, die versuchen, den Islam zu verdrehen? Findest du nicht. Das heißt, wo will dein Kind den Islam herkriegen? Will er in die Bücherei gehen, dann holt er sich ein Buch von irgendeinem Orientalisten, der sagt, ja, man kann Islam auch heute anders verstehen, das war mal vor 1400 Jahren, man muss sich alles so ernst nehmen, das eine vom Koran kann man glauben, an das andere kann man nicht glauben, Hauptsache du glaubst an Gott, ja, das ist, wie man die Akida versucht kaputt zu machen. Und du siehst es in den Heimatländern, brauchst du nur das Fernsehen anzugucken. Glaub mir, ich bin in islamischen Ländern gewesen. Das ist der Angriff auf Islam. Rasul Fikri, wie die Menschen das Gehirn verdreht wird. Ja, die Gehirnwäsche vom Fernsehen. Ich komme an einem armen Viertel, fahre ich mit dem Zug vorbei. Die Leute, die haben gerade mal so, dass sie am Tag sich das Essen zusammenholen können. Die wohnen in der Wellblechhütte. Glaub es mir. In der Wellblechhütte wohnen die. An jedem Haus siehst du eine Satellitenantenne, damit doch da reinkommt. Boah, guck mal in Europa, die Hähnchen fliegen in den Mund rein. Boah, da, die sind bestimmt so erfolgreich, weil die an Christentum glauben. Ja, ist so. Der Scheitan hat über dieses Fernsehen überall seine Wege gezogen. Jetzt zurück. Wir brauchen Leute, die auf Deutsch predigen können. Die auf Deutsch predigen können. Wie viele Leute gibt es in Deutschland? Also, ich kenne keine 30. Allah, einen gibt bestimmt noch, kann sein, gibt noch mehr, ich weiß nicht. Ich kenne ja nicht alle deutschen Muslime oder so, aber es gibt fast nichts. Das heißt, die Moscheen, anstatt immer größere Moscheen zu bauen, die immer leerer werden, muss man Leute ausbilden, die auf Deutsch den Islam beibringen können. Wie macht man das? Zum Beispiel, indem man Leute unterstützt, die nach Saudi-Arabien studieren gehen. In Mekka. Das macht aus jedem islamischen Land, wenn man nach Afrika geht, wie viele von den Studenten, die mit mir sind, in meiner Klasse in Mekka, da war aus Indonesien, aus China, aus Nepal, aus Indien, aus Pakistan, aus Mali, aus Liberia, aus USA, aus England, aus allen Ländern. Aus allen Ländern. Guck mal, wie schwach die Dawa in Deutschland ist. Auf meiner Universität in Mekka, aus so vielen Ländern, einer aus Deutschland. In Medina, in Munawara, 9 aus Deutschland. Vielleicht gibt es ein paar mehr. 9 aus Deutschland. Jedes Jahr kommen 15 aus Frankreich. Kannst du dir das vorstellen? Ach, 9 Leute aus Deutschland insgesamt. Und jedes Jahr kommen 15 aus Frankreich. Da siehst du, und Deutschland ist größer als Frankreich. Da siehst du, wie schwach das hier ist. Und wenn das so weitergeht, und es nur darum geht, dass man eine schönere Moschee baut als die andere Moschee, dann wird das immer leerer werden und die Leute werden immer mehr Disco-Muslime werden und dann ist irgendwann das Licht erloschen. Deswegen muss man jetzt reagieren und hier Geld investieren. Warum kann ich nicht weiter studieren in Mekka? Einer der Gründe ist kein Floß, kein Unmoos, nichts los. Geht nicht. Das ist einer der Gründe. Das ist einer der Gründe. Alhamdulillah, ich komme so schon klar. Aber das ist einer der Gründe. Da interessiert sich kein Mensch für. Hauptsache, die Moschee hat ein Minarett oder hat irgendwelche Marmorplatten. Das ist das Problem. Aber was wichtiger ist als Marmorplatten, ist der Inhalt. Denn die Moschee vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, aus was wurde die gebaut? Aus Lehm? Was gab es da drin? Groß ausgeschmückt? Nein. Aber das war der beste Inhalt bis Yawm al-Qiyamah, der drin saß. Das ist der Punkt. Jetzt zu dem Punkt, warum sind wir so weit weg von der Religion? Als allererstes, weil wir nicht verstanden haben, worum es geht. Aisha radiallahu anha sagt, wäre das Erste, was vom Koran herabgesandt worden ist, gewesen, trink keine Khammer, trink keinen Alkohol, dann hätten alle Leute weiter Alkohol getrunken. Wäre das Erste, was vom Koran herabgesandt worden ist, gewesen, macht keinen Sinn, keine Unzucht, hätten alle Leute weiter Sina unzutrieben. Das heißt, unehelicher Geschlechtsverkehr jetzt. Ja? Aber was war das Erste, was vom Koran herabgesandt kam? Wenn man die Suren sieht, die letzten Suren. Schau dir das an. Al-Qariyatum Al-Qariyah.
Suren, die über Jahannam reden. Suren, die über das Hölle und Paradies reden. Das sind die ersten Suren, die herabgesandt worden sind. Und was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Womit ist er von Allah beauftragt worden, dass er die Menschen warnt und sie zu Allah ruft? Als Khadija radiallahu anha, als zum Propheten sallallahu alaihi wasallam der Vers herabkam, ya ayyuhal mudaththirkum fa'andhir. O du Eingehüllter, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich eingehüllt, nachdem er die Botschaft bekommen hat und war schockiert, ja. Und dann kam die Offenbarung, also ya ayyuhal mudaththirkum fa'andhir. Du, der eingehüllt ist, stehe auf und warne. An diesem Tag, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nicht ins Bett gekommen, Khadija hat gesagt, ruh dich etwas aus, leg dich etwas hin. Und was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? In kadaya Khadija tu zamanu naumi wa raha. Fakat amarani Jabrilu an undhiran nas rat'uhum ila Allah. Denn Jibril, Khadija, die Zeit von Schlafen und Ausruhen ist abgelaufen. Denn Allah, denn Jibril hat mir befohlen, dass ich die Menschen zu Allah rufe und sie vor dem Höllenfeuer warne. Das ist das. Du musst als allererstes wissen, worum es geht. Worum geht es in diesem Leben? Worum bist du geschaffen worden? Ein Grund. Nicht wie einige Juhal erzählen, ich war ein verborgener Schatz und wollte erkannt werden, da erschuf ich die Welt. Dieser Hadith ist Maudur, und wer eine Maudur-Hadith, das haben vielleicht einige gehört, weil er ein Maudur-Hadith weitererzählt, lügt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer über den Propheten sallallahu alaihi wasallam lügt.